Rahman Rahim. Und hierbei oder für das, worüber wir gerade sprechen, und zwar Al-Hadith Al-Maqlub, gibt es eine bemerkenswerte Geschichte. Und diese wurde unter anderem von Al-Khatib Al-Baghdadi überliefert oder erwähnt in seinem großen Werk Tarikh Baghdad. Er sagte, Imam Al-Bukhari, rahimahullah, war noch jung, aber die Leute haben von ihm gehört. Es gibt einen jungen Mann aus Khorasan. Er soll ein großer Hafiz sein, obwohl er noch jung ist. Und dann ist er nach Baghdad gekommen. Und als er nach Baghdad kam, wollten sie ihn testen. Und sie haben ihn in der großen Moschee von Baghdad empfangen. Und die Moschee war gefüllt von Schülern und von Ulama und von Leuten des Hadith. Dann haben sie gesagt, wir müssen ihn testen. Und sie haben dann 10 Schüler geholt. Sie haben dem ersten 10 Hadithe gesagt oder 10 Hadithe vorgetragen und haben dann diese 10 Hadithe vertauscht, haben ihre Überlieferungsketten vertauscht und ihre Metten vertauscht. Sie haben zum Beispiel den einen Hadith genommen und haben dann einen anderen Isnad hinzugefügt. Dann haben sie den anderen Hadith genommen und haben hier auch wieder den Hadith vertauscht. So, das ist der erste. Das sind deine 10 Hadithe, die alle maqlub sind, die vertauscht sind. Merk sie dir. Frage Al-Bukhari danach. Dann der zweite. Das sind deine 10 Hadithe. Und der dritte und der vierte. Wie viele Hadithe insgesamt? 10 Personen waren das. Jeder hat 10 bekommen. Wie viele sind das insgesamt an der Anzahl? 100 Hadithe. Genau. Und dann kam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Und die Sitzung war voll. Die Leute waren da. So, wir hören von diesem Mann. Dann kommt er rein. Ein junger Mann kommt rein und setzt sich hin. Und die Leute wollen von ihm hören, von ihm lernen. Und dann stand einer von den 10 auf. Der erste von den 10 stand auf. Und er fragte ihn nach einem Hadith. Ein Hadith, der Maqlub ist, den er vertauscht hatte. Er sagte, dieser Hadith, Al-Bukhari, hat geantwortet. Er sagte, La a'rifuhu. Ich kenne ihn nicht. Diesen Hadith, so wie du ihn erwähnt hast, kenne ich nicht. Dann hat er ihn nach dem zweiten Hadith gefragt. Al-Bukhari sagt, La a'rifuhu. Ich kenne ihn nicht. Und der dritte und der vierte. Bis er dann seine 10 vorgetragen hatte und jedes Mal sagte Al-Bukhari nur dieses Wort, La a'rifuhu. Diese 2 Worte. Ich kenne ihn nicht. Die Leute haben sich gewundert, dann stand der zweite auf, hat Al-Bukhari wieder gefragt. Und Al-Bukhari sagte wieder, La a'rifu. Und der dritte, und der vierte, und der fünfte, und der 10. Alle 10 standen auf und haben ihn jeweils 10 Hadithe gefragt. Und die Sitzung wurde unruhig. Die Leute schauten sich an. Und es wird gesagt, manche Leute sagten, unter den Fuqaha, unter den Muhaddithun, sie sagten, es kann sein, dass er verstanden hat, worum es geht. Und dann gab es wiederum andere, sie haben sich angeschaut und sagten, das soll Al-Bukhari sein, er ist nicht in der Lage, einen einzigen Hadith einzuordnen, er kennt nicht einen einzigen dieser Hadithe, er sagt nur, La a'rifuhu. Vielleicht haben wir uns getäuscht. Und danach, nachdem sie alle fertig waren, fing an Al-Bukhari zu sprechen. Und dann zeigte er auf den ersten. Er sagt, du hast mir folgende Hadithe gestellt.
Und dann nannte er den ersten Hadith von ihm, den er falsch gesagt hatte. Er nannte ihn Al-Bukhari selbst, und das ist Al-Ajib. Er hat ihn einmal gehört. Er sagte ihm: Du hast ihn mir so gestellt, aber er ist falsch. Richtig ist er so. Und den zweiten Hadith, den hast du mir so gestellt. Er ist aber falsch. Richtig ist er so. Und den dritten hast du mir so gestellt. Aber er ist falsch und richtig ist er so. Dann war er mit dem ersten fertig. Was ist das für eine Tat? Er hat diese 10 Hadithe zum ersten Mal gehört. Er hat sie auf falsche Art und Weise wiedergegeben, wiederholt und hat sie dann korrigiert. Und dann zeigte er auf dem zweiten und machte mit ihm das gleiche wie mit dem ersten. Und auf den dritten und auf den achten und auf den neunten und auf den zehnten. Er wiederholte alle 100 Hadithe in dieser Sitzung, so wie sie ihm falsch vorgetragen wurden. Und er hat alle 100 richtig wiedergegeben. Naam, und das ist Al-Qimma fil-Hifz. Das ist die Stufe, die hohe Stufe, die man erreicht. Und das ist die Stufe, wenn man diese erreicht hat, dann ist man Amirul Mu'minin fil Hadith. Dann ist man der Führer der Gläubigen im Hadith.